Ahoi! Ich werde heute ein kleines Geheimnis lüften, nämlich was ich bis jetzt noch nicht zusammengebracht habe und was ich auch nirgends lesen kann. Nämlich, man lässt ja immer wieder, dass die Interfaces dann mit den iPads connected wie in China ohne Probleme und dann kann man mit den Cubases arbeiten. Aber ich habe jeder irgendwas von Android gelesen, funktioniert das? Also auf die Android-Smartphones oder Tablets. Das werden wir jetzt mal austesten. Was ich sagen kann, ich habe das UR22, da geht es nicht bei mir. Beziehungsweise nur halber, die kriegt zwar was ein, aber es geht nichts raus. Und beim UR44 das gleiche. Also nicht wirklich so, wie es funktionieren soll. Auf meinem Kastel, weder auf dem Samsung-Tablet, noch auf dem Huawei-Tablet. Und jetzt werden wir einmal das UR12 probieren, weil da steht eben drauf iPad-Compatibility. Ist mir egal, ich probiere das jetzt einfach mit meinem Android-Betriebssystem. Auf dem Mate 20 habe ich, ja. Schauen wir uns das einmal an, ich bin gespannt. So, eigentlich brauche ich nicht mehr. Was ich habe, ist ganz normales USB-Kabel, allerdings mit einem so einem Adapter. Ich habe einen USB-C-Anschluss, also das kommt am Interface, das Ding, und das dann am Handy. Ja, und mehr ist da schon nicht, das ist das Originalkabel, das lasse ich auch zu. Und da haben wir dann schon die kleine Kuhglocke. Wenn das so klingt, wie die Kuhglocke, gefreuten sich die Kühe, allerdings gefreut mich ich, wenn das Häusl funktionieren sollte. Ich bin gespannt. Ja, also nochmal Inputs ganz klassisch, wirklich die kleinste Variante. Kombi XLR, nein, XLR, kein Kombi. Da haben wir ganz normalen Klinkeneingang für Instrumente. Gain, für die Inputs Phantomspeisung kann man hinten schalten. Phantom Power da. Irgendwo. Und das hänge ich jetzt einmal zusammen. Das Leimwand ist ja wirklich das Interface, da braucht man nicht einmal extra einen Strom. Zuvor kann man, muss man aber nicht. Ich speise es direkt von meinem Handy. Strom. So, ich weiß auch nicht, was passiert, ich hänge das jetzt einfach einmal an. Keine Ahnung, ob das Video abbricht oder ob der Ton auf einmal weg ist. Ich vermute schon. Aber das probieren wir mal aus. Ich hänge das an. Und sag ihm dann, was passiert. Ich habe jetzt direkt im Cubases. Es klingt jetzt sehr verhalten, keine Sorge. Der Raum ist einfach noch leer. Aber das ist jetzt eigentlich immer egal. Das Mikro steht jetzt ungefähr ein Dreiviertelmeter weit weg. Weil ich weiß nicht, ob jetzt intern das Mikro vom Handy aufnimmt. Was ich allerdings gemacht habe, ich habe jetzt einfach wirklich einmal zwei Kanäle angelegt. Da vorher bei den Einstellungen bei Audio findest du da unten Output und Input Device. Da haben wir jetzt gefunden USB Headset. Er schreibt mir zwar jetzt nicht Herr Steinberg UR12, was mich ein bisschen wundert, weil das eben von Steinberg ist. Aber er hat es unter Headset gefunden, bei Output hat er auch Headset gefunden, also nicht der Schrecker. Das hat gefunzt soweit. So, Metronom habe ich auf 100% gestellt. Und genau, ich lese mir da und ich habe zwei Stimmen angelegt, zwei Tracks angelegt. Gitarre geht bei Input 2 rein. Wegen dem habe ich da Mono Input 2 gemacht. Und Input 1, ups, ist da die Stimme, die habe ich schon umbenannt. Und Routing eben bei Mono Input 1, weil da ist eben die Eignung mit der XLR-Buchse. So, wir probieren das mal aus. Metronom, schalten wir da ein. Ich höre es, das ist einmal geil. So, jetzt schauen wir nochmal, wie die Inputs da sind. Oh, das ist zu laut. Können wir ruhig zurücknehmen.
Stimme 2. Und die Gitarre hängt dann. Ist auch da. Das ist natürlich jetzt sehr leiwand. Yeah. Probieren wir es aus. Ich gehe wieder zurück. Hauptebene. Vorbreaker, also Vorzöller und los geht's. Da ist einmal was. Lassen wir mal. Hat gefunzt. So, jetzt nehmen wir die Stimme dazu. Und los geht's. Jetzt hört den Kick einmal aus. Es gibt so Tage, da treibt sie's rein und nicht. Die Zeiger machen heut auf stur. Bin in der Arbeit und in meinem Kopf ist grau. Kann's nicht sein, wer das allem nicht schlau. Bogen, da treibt sie's rein und nicht. Die Zeiger machen heut auf stur. Bin in der Arbeit und in meinem Kopf ist grau. Das kann's nicht sein, wer das allem nicht schlau. Jeden Abend fahr ich die gleiche Straßen heim. A Zielgötter, wie auch immer, sie's Radl nicht. Die Zeiger machen heut auf stur. Bin in der Arbeit und in meinem Kopf ist grau. Das kann's nicht sein, wer das allem nicht schlau. Jeden Abend fahr ich die gleiche Straßen heim. A Zielgötter, wie auch immer,